Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer Löwe. Ja, da bin ich nochmal kurz und knapp vor Anfang Dezember. Vor meinem Adventskalender-Special dachte ich, haust du noch ein Video raus für die Jungs und Mädels da draußen, weil sie doch wahrscheinlich nochmal lachen wollen, bevor der Winter annaht. Da dachte ich mir, komm, haust du einfach mal ein Thema raus, wofür sich eh jeder Schwanz interessiert. Es geht darum, wie machen die Jugendlichen heutzutage ihre Fotos im Internet? Es gibt da drei verschiedene Arten von Posen, die immer gemacht werden momentan. Wie wirklich jeder Jugendliche es macht. Alle machen sie die gleichen Fotos. Auf diese drei Arten, es gibt keine anderen mehr. Natürlich gibt es auch diese super Models, die dann da irgendwie cool ihre Posen machen, aber die lasse ich jetzt mal vorne aus. Wir nehmen jetzt einfach mal diese typischen jugendlichen Fotoposen. Also drei Arten, wie die Jugendlichen heutzutage ihre Fotos machen und dann auf Facebook, Instagram, Twitter, Pi, Pa und Po hochladen. Und mit Nummer 1 fangen wir sofort mal an. Die Duckface-Fotos. Wie viele Duckface-Fotos laufen auf dieser Erde rum? Ich meine, sind im Internet zu finden. Ohne Spaß, müssen noch mindestens 4 Milliarden Trillzillsten Ionen sein von Duckface-Fotos, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt auch schon so Duckface-Seiten, wo dann einfach nur noch Duckface-Fotos gezeigt werden. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das standardmäßige Duckface-Foto aussieht, okay? Schaut rein. Ganz normal, ne? Blöd wird's dann nur, wenn man keine Lippen hat. Oder beziehungsweise nur ganz dünne Lippen. Dann sieht das ungefähr so aus. Oder die Leute, beziehungsweise meistens Mädels, die dann voll extrem das Duckface machen, damit jeder Hans-Peter sieht, was für aufgeplusterte Lippen die haben. Und das sieht dann so aus, wenn sie aufs Extremste versuchen, dir zu zeigen, das ist mein Duckface. Naja, manche wollen auch einfach nur zeigen, dass sie einen neuen Lipgloss haben. So viel zu den Duckface-Fotos. Das sind, glaube ich, die hauptsächlich meisten Posen von Duckface-Arten, die es gibt. Gibt natürlich tausend andere Lagen, Ecken und sich zu bewegen, aber das ist, glaube ich, das meiste, was an Duckface geht. Kommen wir auch direkt zu Nummer 2. Nummer 2 kennt ihr alle. Ist, glaube ich, dieses Jahr frisch neu importiert aus Amerika. Es ist der sogenannte Lippenbeißer. Die Lippenbeißer-Fotos. Der Standard-Lippenbeißer sieht so aus. Ja, ja, immer schön den Kifferblick drauf haben. Augen dürfen nur ein Schlitz weit auf sein. Das muss ja so richtig modelmäßig. Ich bin abgefuckt aussehen, sexy, lassiv und dabei zärtlich auf die Lippe beißen. Nur blöd wird's dann, wenn dann auf einmal so Horst Günthers, ja, die total emotionslos sind, Lippenbeißer-Fotos machen, nur weil jeder andere Schwanz das auch macht. So einen auf, ja, das sieht cool aus bei dem, jetzt mache ich auch ein Lippenbeißer-Foto. Ich habe zwar keine Emotionen im Gesicht, weiß nicht, was Sexappeal ist, aber ich mache jetzt mal ein Lippenbeißer-Foto. Und das sieht dann meistens so aus. Blöd ist es auch, wenn sie die Unterlippe mit der Oberlippe vertauschen. Das kann auch verheerend aussehen. Wenn dann so Nerds wie Thorsten auch ein Lippenbeißer-Foto machen, dann artet das in einer ganz komischen Konstellation aus. Dann sieht das nämlich ungefähr so aus. Oh Mann. Naja, so viel zu den Lippenbeißern. Die gibt es auch noch in 1000 Varianten, in 1000 Emotionen, in 1000 verschiedenen, einfach 100 Millionen Arten. Naja, last but not least haben wir die Nummer 3. Die auch dieses Jahr frisch einimportiert von der Jugend wurde. Und es ist folgender. Es sind diese typischen Hipster-Bilder. Dieses, ich bin so Model, man darf mich nicht erkennen. Das sieht dann immer so aus. Ja, und wenn sie ganz cool sein wollen, dann kommt natürlich auch noch der Mittelfinger mit ins Spiel. Weil der ist ja für die Haters und so, ne? Weißt du Bescheid, so voll Hipsters, ich bin voll Anti-Mainstream und so. Da das aber noch nicht reicht, Leute, muss noch ein fetter Text auf das Bild geschrieben werden. Am besten über den Mittelfinger und über den ganzen Körper und über das Modelmäßige, man darf mich nicht sehen.
Ja, und wer dann immer noch nicht genug hat, baut dann erstmal so einen Sepia-Vintage-Look noch mit ein, meistens, damit es schön nach altem Foto aussieht. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der schreibt oben in die Ecke noch YOLO und in die andere Ecke schreibt das Swag und unten kommt noch ein fettes Dreieck irgendwo hin. Dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr richtige Hip-Stars. So sieht das aus. Tja, das waren meine drei Arten von Posen, was Fotos bei Jugendlichen angeht. Was denkt ihr denn, ne? Ich hab doch schon ziemlich recht mit dem, was ich sage, oder? Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen was zu lachen. Neben dem ganzen Schulstress vor den Winterferien und, ja. Vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen, ich trage letzte Zeit oft diese Shirts hier. Hör mal, ist mir jetzt eigentlich während des Videodrehs, ist mir das, was ich mir hier immer so hochkrempel, runtergekrempelt durch meine krassen Gestiken. Oh Mann! Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, die T-Shirts gibt es ab 1. Dezember zu kaufen im Rockline Clothing Shop. Und wenn ihr Bock habt, mal so ein Shirt zu holen, geht einfach auf die Facebook-Seite von Rockline. Hier unten ist der Link in der Beschreibung. Klickt, geht mal drauf und verseht es doch mal bitte mit einem Gefällt mir, weil der Junge will mit der Mode ein bisschen was reißen. Und da ich diese Mode sehr unterstütze und dass es mir sehr Spaß macht, diese Sachen anzuziehen und ich es sehr schön finde, bitte ich euch doch, supportet den Jungen doch ein bisschen, damit er mit seiner Mode weiterkommt. Weil hübsche Klamotten, ihr wird nicht mehr viel auf der Welt, er macht es. Und wenn ihr Bock auf so ein Shirt habt, kauft es euch ab 1. Dezember im Rockline Clothing Shop. Der wird dann wahrscheinlich auch auf der Facebook-Seite von denen gepostet. Also geht einfach auf die Facebook-Seite von denen und schiebt ein bisschen Welle. Ich werde im Dezember bei meinem Adventskalender-Special auch ein Rockline-Shirt, und zwar dieses hier, natürlich jetzt nicht, dass ich anhab, neues, verlosen. Mehr dazu kommt dann in der Adventskalender-Zeit. Das sind ja zwei Verlosungen, einmal am 6.12. und einmal am 24.12. Naja, Kinders, ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit mir. Lasst euch nicht ärgern. Ich lasse mich auch nicht ärgern. Und wir sehen uns das nächste Mal, ne? Am 1. Dezember geht nämlich los mit dem Adventskalender. Ich hab euch lieb, Jungs und Mädels.